Jo, und weiter geht's. Ein weiterer Minecraft-Tag. Ich hoffe, ihr habt alle wieder eingeschaltet, wenn es hier heißt UFO-Mann im Dorf. Meine Dorfbewohner sind sehr früh aufgestanden. Es wären auch immer mehr durch meinen Tempel hier. Es war auch irgendwie mein Plan, die Zahl der Dorfbewohner zu erhöhen. Aber wenn ich ehrlich bin, war der Plan auch, dass ich durch die Huldigung des Gottes Golem hier irgendwie hinbekomme, dass ein Golem spawnt. Weil im Wiki stand drin, dass in einem Dorf, in dem 21 Türen sind, ein Golem spawnt. Aber es sieht nicht so aus. Wahrscheinlich brauche ich auch noch Betten. Wahrscheinlich brauche ich auch mehr Betten, dass es nicht nur nach den Türen geht, sondern auch nach den Betten. Und deshalb werde ich jetzt hier aber mal noch das Getreidefeld zu Ende machen. Ach so, und dann wollte ich mal, was ich ja schon lange nicht gemacht habe. An der Stelle wollte ich mich nochmal zum. Oder habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Ich wollte mich bei dem Opa Zerom bedanken. Ich weiß ja nicht. Doch, ich weiß schon, dass manche Leute mein Video gucken. Aber Opa Zeron schreibt mir immer einen Kommentar. Natürlich ist es auch eine Zeitfrage. Das habe ich volles Verständnis, dass man da nicht immer. Und es liegt ja auch daran, was soll man dann auch schon schreiben? Aber der schreibt jedenfalls immer und da freue ich mich sehr, sehr drüber. Wollte ich hier nochmal sagen, danke Opa Zeron, dass du mich hier auch so unterstützt. Community-mäßig, wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich ja nur Weizen gemacht, na, ist egal. Ich finde das richtig super, dass du mich auch so erwähnst. In deinen Folgen immer mal wieder wird von mir gesprochen. Und dass es auch auf Gegenseitigkeit beruht, dass er meine Let's Plays lustig findet. Und mir gefallen seine Ideen. Er hat so viele Ideen, das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn er dann so eine Idee hat, man will die ja auch nicht einfach so plump nachmachen. Und dann denkt man immer, ah, das würde ich am liebsten gleich nach. Also Kleinigkeiten, wenn da zum Beispiel dieses Trichtersystem, was er beim Weizen, das kann man ja machen. Aber wenn er jetzt eine größere Sache, zum Beispiel die Therme, finde ich total geil. Diese Badetherme, die er gemacht hat, die mit Lava beheizt hat. Ist jetzt nicht so, er ist ja bestimmt nicht der Erfinder. Minecraft gibt es ja schon eine Weile. Aber wenn ich jetzt hier, ey Leute, ich mache heute meine Folge, ich will in meinem Dorf eine Therme bauen. Ja, man versucht ja irgendwie immer so eigene Sachen zu machen, aber eine Therme werde ich trotzdem mal bauen, weil ich finde ich ziemlich cool eine Therme. Ich denke mal auch, das ist ja okay so. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich mein Getreide-Dingsbums fertig gedingsbumst. Wollte ich mal gucken mit den ganzen Dorfbewohnern, inwiefern ich hier vielleicht mal ein bisschen Handel treiben kann. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Drei Diamanten muss ich ihm geben oder was? Weiß ich gar nicht. Drei Diamanten muss ich ihm geben und dafür kriege ich eine Lederhose? Oder gibt er mir die? Ja, nun habe ich ja erstmal eine Ahnung. Jetzt könnte ich mir schnell eine Lederhose machen. Aber ich guck mal hier durch, was sie alle so. 11 Bücher und dafür kriege ich einen Diamanten. Ich muss mal einen Handel machen, damit ich hier weiß, wer da wem was gibt. Für 10 Pfeile, das könnte ich mal probieren, ob ich dafür einen Diamanten bekomme. Ah, okay. Ich kriege 10 Pfeile für einen Diamanten. Aber ich habe ja mittlerweile so viele. Ich habe aber keine. Ich will Diamanten haben, Smaragde haben, Leute. Ich will euch nicht Smaragde geben. Für so ein bisschen Mist hier, was ihr mir anbietet.
Okay, ich glaube, die Handelsaktion verschiebt sich noch ein bisschen. Ah, der Fleischer, den gibt es ja auch noch, der wurde noch nicht getötet. Ach so, und das war der mit dem... Ihr wollt alle Diamanten haben, aber wollt mir nichts geben dafür. Für 3 Diamanten eine Lederhose ist ja Wucher. Eindeutig, absoluter Wucher. Na? Kann man euch eigentlich Leder mit der Schere abknapsen? Bestimmt nicht, wa? Milch kann man von euch holen. Da fällt mir gerade ein. Eimer könnte ich natürlich auch gebrauchen. Und Hunger habe ich, wie Huppertz. Muss ich mal schnell was essen. Hunger habe ich. Die Bäume hier, die wollte ich sowieso weghacken, weil die mir hier zu nah dran sind. Ich glaube, es sind auch schon neu gezüchtete von mir. Holz kann man auch nie genug haben. Da sollte man immer einen Vorrat da haben, weil es geht irgendwie so schleichend weg und dann wundert man sich. Dann hat man auf einmal keinen. Ach so, stimmt. Und meine Hühnerzucht war ja auch noch im Gespräch. Hallo. 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 Und ihr kriegt jetzt auch alle was zu essen. Klar. Ja. Alle kriegen hier was zu essen. Damit wir ganz viele Kühe haben. Für Leder. Die wissen ja noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie hier eigentlich für Leder gebraucht werden. Aber so ist das ja in der wirklichen Welt auch. Die Kühe wissen ja überhaupt nicht, was wir so mit denen vorhaben. Genauso wie wir nicht wissen. Nein, nein, das wird jetzt so religiös. Wenn ich jetzt sagen würde, genauso wie wir nicht wissen, was Gott mit uns vorhat. Wäre das doch eine Nummer zu religiös für Weinkraft. Zumal ich ja auch schon mal erwähnt habe, dass ich gar nicht religiös bin. Aber über manche Sachen mache ich mir jetzt im höheren Alter doch schon mal Gedanken. Ich habe auch gesehen, es gibt Teile meiner Familie in Westdeutschland, die religiös sind. Und denen es auch manchmal irgendwie eine Hilfe war, wenn da ein Todesfall in der Familie war, dann haben die dann da irgendwie ihren Trost gefunden, wenn sie da in ihre Gemeinde gegangen sind und so. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber man muss ja auch tolerieren. Toleranz ist sowieso extrem wichtig, Leute. Toleranz, einfach erlauben, was heißt erlauben, einfach akzeptieren, was andere Leute machen, ja. Ich glaube, ich hatte das schon mal im Zusammenhang mit den Ah, super geiler Grafikfehler. Naja, Grafikfehler, keine Ahnung. Aber dann sieht man doch mal, was da unten so los ist. Hä? Was ist denn das da hinten? Sind das alles Spawner? Oh, da kann ich ja meinen Zoom mal einsetzen. Wo ist denn der? Warum geht meine Zoom-Taste nicht? Ah, das sind Bücher. Bücher ohne Ende, Bücher. Ein richtiger Dungeon ist das. Geil. Wo ist denn der? Gibt es da einen Eingang zu? Wäre ich ja doof, wenn ich das jetzt nicht. Hier ist alles verbuggt. Guten Tag. Das wäre natürlich interessant. Wenn ich hier. Hier, der Bug ist jetzt wieder weg. Hier unten irgendwo müsste diese Höhle sein. Da mache ich mir mal schnell eine Fackel hin. Weil das wäre ja auf jeden Fall. Dazu müsste man natürlich auch Fackeln dabei haben. Kohle habe ich auch nicht dabei. Wie markiere ich mir das jetzt mit Holz? Holz ist mir zu schade, oder? Doch, ist mir egal. Also, das ist so eine wichtige Stelle. Die sollte ich mir doch schon mal.
Ah, ich könnte natürlich auch meine Minimap aktivieren und mir noch einen Waypoint machen. Dann mache ich mir mal noch einen Waypoint. Unterirdischer Dungeon. Okay. Okay. Oh, es wird schon wieder dunkel. Oh Mann. Kommen die Hühner schnell noch mit nach Hause? Kommt ihr noch schnell mit nach Hause? Falls hier noch Hühner sind? Kriegt ihr das auf die Reihe? Ich muss jetzt ziemlich schnell laufen. Ach, hier ist immer noch dieser verbackte Bugdings. Kann ich ja eigentlich sogar rüberlaufen. Ah, ich bin zu schnell für die Hühner. Denk mal, wenn ich geschlafen habe, ist es wieder weg. Ah, das ist ja wirklich interessant. Eine riesige unterirdische Bücherei und viele Räume und... Oh, oh, da gibt es ja auch einiges zu holen. Eisengitter. Na, sehr interessant, Leute. Dann wisst ihr ja, wo die nächste Abenteuerreise wahrscheinlich hinführen wird. Und alles dank Optifine Bugs. Und jetzt aber schnell ins Bett wieder. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu spät schlafen gegangen. Ich habe noch keine Monster gesehen. Der Hund ist noch draußen. Heute kommst du mal mit. Ach, der kämpft gegen Monster. Wahrscheinlich ist er schon gestorben. Mal bei der Gelegenheit gleich mal mein Zeug hier abladen, was ich hier mitgebracht habe. Die Samen, da brauche ich noch ein paar für die Hühner. Das lasse ich hier. Das Holz nehme ich mit. Das kann ich alles hier lassen. Kartoffeln. Die Zäune brauche ich noch für den Hühnerstall. Ah, das Holz kann ich auch hier lassen. Das sortiere ich dann später mal. Wichtig war jetzt, was war wichtig? Fackeln brauchte ich auf jeden Fall. Muss ich ja immer dabei haben. Ist ganz, ganz wichtig. Nehme ich mir mal 10 Fackeln mit. Oder 14, keine Ahnung. Dann brauche ich ein Tor noch. 2 Tore. Dann muss ich nämlich doppelt so hoch machen bei so einem Hühnerstall. Wie ich das so mitbekommen habe, damit die nicht herausfliegen. Und noch ganz schnell ein paar Fackeln. Ich komme hier schon wieder in Panik, dass ich nicht genug schaffe in der Folge. 3 Kohle kann ich noch mitnehmen. So, sind die Hunde jetzt alle wieder hier? Wo ist denn der große Hund? Hast du noch genug? Einer fehlt doch noch. Ach, der ist hier. Okay, setze ich mal dahin. Ah, ne. Oder? Ne, das ist der, der mitkommen sollte. Komm. So, dann geht's mal schnell raus. Ein Hühnerding noch gebaut. Das baue ich ja natürlich plumperweise auf diese Seite. Und dann hole ich mir noch ein paar Hühner. Und dann sind wir in der Hinsicht auch schon mal so ein bisschen gerüstet. Ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Kühe habe ich wirklich jetzt nicht genug, aber viele. Die Schafe vermehren sich jetzt auch so peu à peu. Sehr schön. Ich hatte ja da hinten, wo ich gespawnt, also wo ich am Anfang war, hatte ich ja ein Hühnerhaus gebaut. Das geht natürlich auch. Aber hier will ich jetzt mal ein, auch wegen der Optik, damit das hier so ein Zuchtbereich ist, will ich hier auf jeden Fall jetzt einen Hühnerstall bauen, der offen ist. Na, reichen denn meine Zäune noch? Sieht schon so aus, hm? Dass sie reichen. Sieht schon so aus. Einwandfrei. So, okay, das kann weg. Und dann kommt hier eine... Entschuldigung.
Dann kommt hier eine super coole Doppeltür hin, die dann hoffentlich auch funktioniert. Weil es keine Tür war, funktioniert es natürlich nicht. Man muss nämlich eine Tür nehmen, Herr Ufo-Mann. Ein Aufschrei geht durch die Massen. Ein Tor nennt sich das, ein Soundtor. Und gleich mal gucken, ob dieser Bug da immer noch ist. Jedenfalls habe ich mir das ja markiert, dass da dieses super interessante Höhlensystem ist. Okay. Okay. Da will ich mal gucken. Ich brauche ja nur zwei Hühner. Das dürfte jetzt nicht so kompliziert sein. Da war wieder eine Störung. Mann, ey, diese Grafikdinger, ey, die nerven. Da ist immer noch die Störung. Oh. Naja, meistens ist es ja so, habe ich jetzt mitbekommen. Das ist natürlich bei Opa Spiel zum Beispiel, die hat halt keine Mods drauf. Und falls jetzt jemand sagt, ja, das liegt daran, weil du noch nicht die aktualisierte... Da unten ist ein Huhn, was mir jetzt aber auch nicht so viel nützt, weil du noch nicht die aktualisierte Optifine-Version hast. Nein, das hatte ich vorher auch schon. Diese Probleme gibt es hier immer wieder. Ah, da ist noch ein Huhn. Hier sind mehrere Hühner, die können alle mitkommen. So, dann kommt mir mal bitte alle. Wir hatten ja diese Kindergartensache schon mal gehabt, ich hoffe. Ich hoffe, dass ihr das schnallt, wie das hier funktioniert. Du bitte auch. Guck mal hier. Oh, das hat aber eine schöne Farbe. So. Ich brauche ja nur zwei eigentlich. Ja, meistens ist es ja so, wenn ich dann Speichern beenden mache und dann wieder reinsteige, dann sind diese Grafikdinger wieder weg. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an meiner komischen Grafik, an meinem Onboard-Grafik-Chip. Aber wie gesagt, wenn man eben nun ein Default Texture Pack hat und keine... Du könntest auch noch mitkommen. Default Texture Pack hat und keine weiteren... Eine Pilzzucht habe ich auch bei jemandem gesehen. Natürlich auch bei Opa Zeron, aber es macht natürlich nicht nur er. Ist auch eine Möglichkeit, dass man in so einer Art Kellerraum... Die findet man nicht so oft, deshalb nehme ich die mal mit. Da kann man dann eine Pilzzucht machen. Es wäre ganz schön, wenn ich euch noch... Naja, einer, wa? Das ist immer mit den Hühnern. Das andere ist jetzt schon wieder weg. Da fliegen noch Pilze rum. Nochmal zurück. Wenn man da zu schnell ist... Dann hole ich halt ganz umständlich erstmal ein Huhn, das jetzt schon wieder wegläuft. Ey Leute, ich brauche doch zwei Hühner. Komm mal mit. Kommt mal bitte mit, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, es wird gleich dunkel. Kommt noch nicht mal mehr der Hund hinterher. Hier ist auch noch ein Huhn. Ein Hühnerkäfig, sowas braucht ihr normalerweise. Wenn ich es geschafft habe, zwei Hühner mitzukriegen. Ah, jetzt habe ich schon drei. Also ganz langsam jetzt. Und dann hoffen, dass ich es schaffe. Bis es dunkel wird. Das würde ich schon gerne noch in dieser Folge schaffen. Wird die eben wieder ein bisschen länger. Dann brauche ich nur noch Schweine und dann sieht das richtig gut aus in der Beziehung. Na, es geht doch schon mal hier. Da ist wieder der Bug. Da ist schon euer Stall, ist nicht mehr weit, kommt mit. Hatte ich jetzt eigentlich...
ein Huhn hat schon wieder nicht mehr geschafft. Mann, ey, diese Hühner sind wirklich. Gibt's doch nicht diese Formulierung, du dummes Huhn? Für jemanden, der dumm ist? Den Eindruck muss ich hier bei den Hühnern schon manchmal haben. Da ist auch ein dicker Bug, ey. Alter Schwede, ey. Hört auf. Mit euren Bugs hier, ey. Ah, ich hab's geschafft. Und zur Belohnung, weil ihr so fleißig wart, kriegt ihr jetzt auch. Der Hund kann ja coolerweise durch Türen durch. Und haben wir jetzt drei? Ah, da ist natürlich die Sicht ein bisschen behindert hier. Na klar, warum auch nicht? Dann geht's nochmal schnell rüber, die Schafe füttern, aber ich habe gar keinen Weizen dabei. Gut, dann habe ich das geschafft. Die Folge ist beendet. Die Sonne geht gleich unter. Und beim nächsten Mal mal abspeichern, dass ich hier diese Grafikstörung wegbekomme. Die Hunde waren jetzt alle drei Gassi gewesen. Ich warte noch, bis er zurückkommt. Kämpft der schon wieder? Nur komm. Um euch muss man sich ja auch mal kümmern. Dann bleibst du. Oh. Komm bitte rein. Geh ich mal schnell schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Der Hund hat jetzt irgendwie. Tut sich hier schwer, in meine Hütte reinzukommen. Hatte ich hier noch keine Hundeöffnung gebaut? Irgendwie machte es ja wohl Sinn, wenn man eine Hundeöffnung baut. Damit die Hunde irgendwie ein bisschen schneller rein können. Aber es sieht doch hässlich aus. So eine Hundeöffnung, oder? Aber wenn er nicht kommt, geh einfach mal schlafen. Vielleicht ist er ja dann im Haus, wenn ich wieder aufstehe. Hat er dann auch die ganze Nacht Zeit gehabt? Nein. Ich will ja aber keine Hundetür reinmachen, oder? Oh, die Folge zieht sich in die Länge. Wir machen an der Stelle mal Schluss und dann gucke ich mal. Nicht rein. Komm. Komm rein. Oder hast du hier auch Probleme mit den Trittplatten? Ich schaff's hier nicht, die Folge zu Ende zu machen wegen diesem Hund. Okay. Auf Wiederhören.